Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Skyblock. In der letzten Folge haben wir hier erfolgreich das Netherportal aktiviert und in dieser Folge werden wir die Plattform mal wieder erweitern, was in jeder Folge ansteht. Und ich habe mir was zu den Setzlingen überlegt, beziehungsweise zu den Bäumen, wie wir die am besten pflanzen. Und was steht noch an? Ja, wir versuchen uns heute auf jeden Fall mal eine größere Fläche hier zu bauen, also die Plattform in einer größeren Fläche zu erweitern, damit wir da unsere Hütte bauen können. Und als erstes machen wir uns einen Ofen. Dafür brauchen wir, glaube ich, 8 oder 9, wie heißt es denn jetzt, Pflastersteine? Ich guck mal gerade im Inventar, sorry. Wo ist denn der Block jetzt gerade hingegangen, den wir... Ach, wir haben den erst gar nicht eingesammelt, alles klar. Auf jeden Fall werden wir uns einen Ofen machen. Da drin werden wir dann Eichenholz verbrennen mit Holzbrettern. Und daraus wird dann Kohle. Damit können wir uns logischerweise die Fackeln machen. Und ja, außerdem werde ich ab sofort nur noch die Plattform mit Half Steps oder Slabs erweitern. Habt ihr ja ganz oft in die Kommentare geschrieben und dies werde ich jetzt einfach tun und damit sparen wir ganz viel Material und so weiter und so fort. Und wir versuchen auch gleich mal die Spinne, das sind 2 Stück, das wäre eigentlich optimal für uns. Ich mache mir aber am besten ein Steinschwert, damit unsere Verteidigung ein bisschen sicherer ist. Hier. Und dann werde ich die irgendwie nach hier locken, weil wir brauchen ja unbedingt Wolle für das Bett und auch Wolle um Wolle brauchen wir nur fürs Bett. Ach ja, und irgendjemand, ich weiß jetzt gerade nicht den Namen, auf jeden Fall danke nochmal dafür, dass du mir das in die Kommentare geschrieben hast. Wir könnten uns auch eine Angel craften und die von hier oben angeln. Darauf wäre ich überhaupt gar nicht gekommen, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall danke dafür, das werde ich auf jeden Fall tun. Aber in erster Linie ist jetzt auf jeden Fall erstmal das Bett an oberster Front und ich werde jetzt einfach versuchen, die Spinnen nach hier zu locken. Die erste ist schon runtergeflogen und die zweite sollte jetzt irgendwann mal kommen. Spinne. Ich laufe zurück. Ich hoffe, sie kommt hinterher. Perfekt. Okay, dann bringen wir die jetzt um. Mit dem Steinschwert hier. Fall nicht runter. So, dann bringen wir die am besten jetzt ganz schnell um, bevor die uns hier runterkicken können. Und da haben wir auch schon 2 Fäden, glaube ich. Ja, perfekt. 2 Fäden haben wir auf jeden Fall schon. Wir könnten uns jetzt eine Angel machen. Aber ich spare für das Bett auf jeden Fall. Und die Melone ist schon wieder gewachsen. Kennt ihr ja schon aus den letzten Folgen, wie schnell das mittlerweile geht. Die andere Spinne versuchen wir auch mal hier zu locken. Oder nee, warte mal. Bevor wir das machen, tue ich die Axt jetzt mal kurz hier weg. Wir wollten uns ja erstmal den Ofen bauen. Dann platziere ich hier ganz viele Fackeln, damit wir auf unserer Plattform keine Mobs mehr spawnen. Das wäre auf jeden Fall nicht so dolle. Ach, wir haben ja noch eine... Egal, ich verbrauche erstmal die Holzspitzhacke. Und ja. Einfach noch zum Thema, wer mit mir zocken kann und wer nicht. Dazu werde ich ein extra Video machen, eine kleine Verlosung oder Gewinnspiel. Auch wenn es ein bisschen übertrieben ist, aber ich will jetzt nicht irgendwelche raussuchen. Ich überlasse es lieber dem Zufall. Sonst ist es ein bisschen unfair, sind die jetzt gespawnt. Ja, glaubst du das? Ja, egal. Ich überlasse es auf jeden Fall den Zufall mit dem Auswählen. Ich finde das ganz unfair. Ach, wir haben nur 8 gebraucht, stimmt. Und jetzt haben wir auch einen Ofen. Den platzieren wir einfach hier. Den Pflasterstein können wir dann hier platzieren, damit das ein bisschen ordentlicher aussieht. Der Baum muss wachsen, der Baum muss wachsen. Ich guck mal gerade was. Habe ich noch Pflastersteine? Ich baue mal schnell einen ab und guck mal, wie dick die Fläche da noch ist. Hier müsste eigentlich noch die Fläche 1 dick sein. Und dann machen wir nämlich einen kleinen Trick, den ich schon mal bei einem anderen Let's Player gesehen habe. Bitte enttäuscht mich jetzt nicht. Perfekt. So. Die können wir auch noch abbauen. Jetzt auch. Steht ja der erste Setzling drauf. Da ging meine Stimme gerade weg. Sorry. Das können wir auch noch nehmen. Das können wir auch noch nehmen. Scheiße, nimm den Block. Du Arsch. Nimm. So. Und so. Dann haben wir jetzt noch ein bisschen Erde und das machen wir dann das Ganze anders. Bauen wir es mal schnell hier hoch. Und ich baue wieder ein paar Steine. Dann machen wir das nämlich komplett anders. Dann platziere ich einfach so einen Block auf den Pflasterstein drauf. Weil Bäume brauchen ja kein Wasser, um zu wachsen. Oder kein grünes Gras hier. Hallo? Kriege ich jetzt auch nochmal einen Stein? Die brauchen ja kein grünes Gras hier, um zu wachsen. Moment, ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. Okay, wir haben noch genug Zeit. Deshalb machen wir das so, wie ein anderer das mal gemacht hat. Kein Deutscher. Und
Ist halt ein... Nee, das ist noch Verkaktus, stimmt. Oh, wir haben einen Hungerbalken. Direkt mal eliminieren den Hungerbalken. Witzig. So, dann mache ich das hier wieder zu. Und dann machen wir das Ganze nämlich... zum Beispiel... Dann werden wir die ganze Fläche aus Pflasterstein machen. Und platziere dann einfach mal hier einen Erdeblock und da drauf den Baum. Und der wird auch wachsen, so wie ich das im anderen Let's Play gesehen habe. Und den lassen wir jetzt einfach mal da. Wir haben ja noch 3 Stück, eigentlich würden wir jetzt alle pflanzen. Und dann mache ich den nächsten einfach mal. Da ist ja eh ein Erdeblock, dann mache ich den einfach mal hier. Pflanze hier auch einen Setzling. Und dann mache ich den nächsten einfach mal hier. Ne, das ist zu nah, das geht nicht. Ich glaube, das geht, glaube ich, hier auch nicht. Machen wir das. Das ist nicht gerade runtergefallen, okay. Machen wir das Ganze mal hier. Nee, das ist ein Netherportal. Scheiße, Mann! Wir brauchen auf jeden Fall mal Platz. Den Baum mache ich einfach hier. Und so. Hoffen wir einfach mal, dass das Ganze funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Ich schiebe mir gerade das Mikro wieder ein bisschen näher an meinen Mund ran. So. Hoffen wir mal, dass das Ganze funktioniert. Den Kaktus könnten wir uns theoretisch auch holen, aber das mache ich jetzt noch nicht. Dann machen wir hier noch ein bisschen weiter. Ach ja, ich habe komplett vergessen, ich habe es noch eben gesagt, Mann, dass ich ab sofort nur noch die Half-Slabs benutze. Mann, ich Blödsack. Jetzt benutze ich einfach mal die Steinspitzhacke, damit das Ganze ein bisschen flotter geht. Und so. Ich glaube, wir befinden uns gerade in der 5. Folge, wenn ich mich nicht irre. Ja. Skyblock kommt auf jeden Fall sehr gut an, was mich übertrieben freut. Und ich habe auch eine Frage auf Facebook gestellt. Und zwar, hättet ihr auch Bock drauf, dass ich The Last of Us Let's Play, das ist ja mein absolutes Lieblingsspiel. Und das wäre auf jeden Fall eine geile Sache. Ich habe das echt lange nicht mehr gezockt, das wäre dann auf jeden Fall auch noch mal ein anderes Projekt. Was ich aber eher am Ende von Skyblock machen werde. Weil ich ja dann auch noch Hardcore habe und 3 Projekte auf einmal. Ich komme schon mit 2 gerade noch so klar, wenn überhaupt. Und 3 wären einfach zu viel, ich muss mal kurz kratzen. So. 3 wären auf jeden Fall einfach zu... Ja, der Baum ist ja schon gewachsen, ey, perfekt. Und der soll jetzt auch noch wachsen. Und hier erweitern. Stimmt. Jetzt habe ich dran gedacht und wir machen hier Stufen. Ach, dafür brauchen wir die Werkbank bestimmt. Genau. Hier, dann haben wir auf jeden Fall mehr Material. Doppelt so viel. Und ja, ist auf jeden Fall ganz praktisch. Danke für den Tipp nochmal. So, dann ist das Ganze ein bisschen... Nein. Fail. Den Stein kriege ich eh nicht mehr wieder. Ja, hätte ich ihn auch genau so. Hallo? Was soll die Scheiße denn jetzt? Freunde. So nicht. Und zack und zack. Wir haben auf jeden Fall momentan wieder richtig geiles Wetter. Ich weiß jetzt nicht, welcher ist. Ach ja, und ich habe das Wichtigste vergessen zu sagen. Deutschland ist ja Weltmeister. Ich habe mich auf jeden Fall sowas von doll gefreut. Das glaubt ihr gar nicht. Und wir fällen jetzt hier in den Baum. Damit wir uns Kohle machen können. Wie gesagt, das war einfach nur sowas von geil, Alter. Ich sag jetzt schon Alter, das wollte ich mir eigentlich abgewöhnen. Das war auf jeden Fall richtig geil, dass sie Weltmeister geworden sind. Total verdient. Ich habe voll mitgefiebert in den in der Nachspiel... Sprachfehler mal wieder. Der darf natürlich nicht fehlen in den Folgen. Total mitgefiebert und dann in den letzten 7 Minuten der Nachspielzeit, der Verlängerung. Holy shit, da hat der Mario Götze aber ein Tor gemacht. Das war mega geil. So, die flüge ich jetzt einfach mit in den Stock. Wir haben auf jeden Fall richtig viele Melonen, weil wenn wir jetzt mal wieder hier zum Thema kommen, was wollte ich gerade nochmal tun? Genau, ich wollte uns Kohle machen. Richtig. Dafür nehmen wir jetzt einfach mal, ich meine, wir haben ja immer genug Holz, deshalb nehme ich jetzt einfach mal alle Eichenholzbretter und als Brennstoff benutzen wir einfach mal 5 Holzbretter, ja, Eichenholzbretter. Und das nehmen wir wieder zurück. Und so, 2, Fäden haben wir auf jeden Fall. Damit können wir uns keine Angel machen, glaube ich. Doch, könnten wir. Sollen wir? Ich weiß nicht. Von hier oben erkennt man das ja eigentlich nicht, wenn ein Fisch dran ist, oder? Boah, musste gerade rübsen, aber haben unterdrückt. Ach ja, und es hat sich auch jemand gewünscht, dass ich die Wolken doch bitte ausmachen solle. Machen wir das einfach mal. Da sieht das aber so leer aus, weißt du? Nee, nee. Ich lasse die auf jeden Fall an. Finde ich auf jeden Fall besser mit Wolken. Grundgesteinnebel macht hier oben jetzt eigentlich keinen Sinn. Machen wir trotzdem einfach mal an. Ändert sich ja nichts. Und Setzlinge werden auf jeden Fall wieder angebracht. So, wer nicht... Ach, Alter, die Melone. Die hört ja gar nicht mal auf zu wachsen. Das ist perfekt. Und wir müssen auf jeden Fall auch noch Skelette umbringen, damit wir diesen Knochen, dieses Knochenmehl kriegen.
Ich guck jetzt einfach mal, wie das heißt, bevor ich das hier jedes Mal falsch ausspreche. Das war bei Farben, genau, hier. Hallo, was war das? Ach so, sieh schon. Alter Falter. Das geht mir zu schnell gerade. Genau hier. Knochenmehl. Okay, dann hab ich das. Okay, wir brauchen einen Knochen, dann kriegen wir schon drei Dinger davon. Das ist eigentlich optimal. Dann können wir uns auch noch nachher Weizen craften. Also Brot craften. Und das war's für die vierte Folge. Ne, für die fünfte Folge. Tut mir leid. Das war's für die fünfte Folge. In der nächsten Folge gucken wir, was wir machen. Der Baum ist auch gewachsen. Seht ihr, das funktioniert, das Ganze hier. Ist auf jeden Fall eine gute... Entschuldigung. Eine gute Technik und... Ja, das war's mit der fünften Folge. Ich weiß noch nicht, was wir in der nächsten Folge machen werden. Auf jeden Fall bis dahin. Viel Spaß mit der nächsten Folge. Oder keine Ahnung, das ist keine gute... Mann, jetzt verkacke ich hier schon die Verabschiedung. Das gibt's doch nicht. Auf jeden Fall sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder, Leute. Auf Wiedersehen. Ich hoffe natürlich, wie immer, dass es euch gefallen hat. Gebt einen Daumen nach oben. Schaut mal auf meiner Facebook-Seite vorbei. Wir packen Informationen und so weiter und so fort. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, Leute. Tschüss. And yeah, they doctor the angel. Killed a man cause he underpaid you. Shit. Well, I think I got my verdict, so sit back. But before I say this shit, somebody tell me where the kids at.